Damit wieder ein herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Folge Amnesia Artencut. Jo, und wir beginnen direkt, würde ich sagen, zurück zum Spiel. So, genau, wir sind ja hier gelandet. Wir sind ja durch den Altar hier gegangen und sind jetzt auf dem Weg hier nach unten. Richtung Maschinenraum. Oben, wie wir in der letzten, lässt sich nicht bewegen. Ja, wunderbar. Wie wir in der letzten Folge ja hatten, müssen wir hier den Maschinenraum. Was? Es ist aus Stabilmetall und in gutem Zustand. Das bringt nichts. Shit. Ja, wir müssen irgendwie die Tür aufkriegen. Eimer Teer. Ein hölzerner Eimer gefüllt mit klebrigem Teer. Was? Nee. Okay, also wir können das nicht öffnen. Ah, jetzt geht's wieder los. Ich und Rätsel. Ich sag's immer wieder zu jeder Folge. Was? Ein Ballad? Okay. Ich habe gerade irgendwas gehört. Aber ist okay für mich. Ja, was machen wir mit dem Teer? Gehen wir mal hier zurück. Haben wir eigentlich versucht, schon mal die Tür hier zu öffnen? Ah, lässt sich nicht bewegen. Ja, haben wir glaube ich, in der letzten Folge versucht, schon zu öffnen? Wir sind mal wieder gescheitert da. So, gut, dann gehen wir mal jetzt mal geradezu zu der Tür. Um zu schauen, ob wir da was finden. Man weiß es ja nicht so genau. Und, oh Gott, ich muss mich erstmal wieder richtig hinsetzen. Gerade schön gefuttert. Oh, warte mal, mich kurz sortieren. So, jetzt. Ach ja, wunderschön, dass die Tür hier auch so halb offen ist. Was ist denn das? Oh Gott! Da soll ich rein? Aber hier ist ja auch schon wieder was. Der Sockel hat eine glatte, halbkreisförmige Vertiefung an der Oberseite. Warte mal. Wir müssen ja die Scherben suchen, ne? Und wenn wir jetzt die Scherben haben, alle 6 Stück, platzieren wir die hier drinnen und gießen dann Teer drüber, oder? Können wir ja ausprobieren. Können wir jetzt hier Teer rein tun? Ja, okay, wir können hier Teer rein. Da werden wir sterben, wenn wir da reingehen. Probiere ich auch erst gar nicht aus. Wobei, wenn ich ausprobiert, der stirbt nicht, ne? Okay! War mir fast klar, dass es nichts bringen wird. Achso. Der Durchgang zum Altar ist auf geheimnisvolle Weise versperrt. So geheimnisvoll ist es nicht. Es ist Strom. Hm. So. Das heißt, ich habe hier ganz viele Rätsel, aber bis dato nicht einen Lösungsansatz. Is this the old time, missing Daniel? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me? How dare you? How dare you? Ja, schön. Also, nee, also nicht schön, aber... Was mache ich denn? Ich habe hier den Altar. Hier haben wir die Steintafeln. Kann ich mit den Steintafeln irgendwas machen? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Da unten habe ich auch irgendwie was. Hier habe ich irgendwelche Sachen. Soll ich die hier rauf? Komm mal her. Hörst du hier hin? Würde mich zwar wundern, aber nie. Einfach nie. Kann ich den Teppich hier drauf auslegen? Kann ich den Teppich da hinten auslegen? Je! Der war aber gar nicht so schlecht geworfen. Muss ich mal sagen. Nee, kann ich aber auch natürlich nichts machen. Kann ich den einfach hier runterschmeißen? Okay. Cool. Gut, das heißt, mit den Dingern hier oben kann ich nichts machen. Das verstehe ich nicht. Das erst recht nicht. So, die Tafeln sagen mir nichts. Die Scherben finden wir angeblich irgendwo anders. Hm. Also nicht hier. Wobei, er hatte ja vorhin gesagt gehabt in dem Brief, dass es Scherben auch beim Altar gibt. So. Ich habe bis dato noch nicht eine Scherbe gefunden hier, aber... Okay. So, da geht es zu dem Maschinenraum. Da kommen wir aber nicht rein, wegen dem Schloss. Schloss ist aus stabilem Metall.
Würde ja heißen, oder würde ja dafür sprechen, dass ich... Aber ich gehe doch jetzt nicht den ganzen Step wieder zurück, um in den einen Raum zu gelangen, wo es die Säure gab, damit ich mit der ganzen Säure hier wieder nach hinten komme. Um dann dieses Schloss hier zu, kaputt zu machen. Was kann ich denn hier? Lass sie nicht bewegen. Ich kann auch nichts. Aber hab ich wirklich nichts dafür in meinem Inventar. Was ist das hier? Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Okay. Das ist Öl. Das ist die Flasche. Das ist der Mais. Oh. Ich habe echt keine Ahnung. Warte mal, kann ich. Manchmal ist ja das Game so aufgebaut, dass man ja Gegenstände einfach. Ja. Nee. Aber ich habe gesehen, dass hier noch eine Zündung ist. Die ich gekonnt übersehen habe. Okay, also wir können das nicht öffnen. Wir können da hinten nicht ran. Wir können da vorne nicht ran, weil wir den Altar nicht haben. Also weil ich den Altar halt nicht verstehe. So, wenn wir jetzt wieder zur Kammer zurückgehen. Das bringt mir doch auch nichts. Ich bin ein bisschen lost. Also die Folge könnte sein, dass die heißt Benny Lost in Space. Oder Lost in Amnesia. Weil ich habe echt... Ich habe gerade keine Idee. Und den ganzen Step, also die ganzen Weg, nur zurückzugehen, damit ich dann wirklich diese Säure mitnehmen kann. Macht doch gar keinen Sinn. Also, vielleicht schon, aber... Shit, gar kein Öl mehr. Ja, das passiert, ne? Kein Öl mehr, alles kacke. Aber hier liegt doch auch nichts. Vor allen Dingen alles, was ich mitnehmen kann. Alles. So, alles, was auch wichtig ist. Hat ja immer so einen Schimmer um mich. So, dass ich dann sofort sehe, jo, das musst du mitnehmen. Aber hier oben war ich auch schon dreimal. Hier war nichts. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Typen zurück. Zu diesem, der den John Wayne da. Good to see you. Gott sei Dank. I found the midway advance. Wine which had not been plundered. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier irgendwie... Try it? I suppose it doesn't matter. It is an old thing. Building temples out of caverns. Apripa braucht the das nicht. The Dark Walls being the universe. And inside are its followers. Humans watching the sky slowly time. Jetzt ist die Frage, ich höre mir das ja mal gerne an, weil er uns jetzt hier so sagt. Aber so wirklich schlau draus werden, tue ich nicht. Vor allen Dingen, er labert ja auch die ganze Zeit. Warum sage ich es halt auf zu labern? Ja! Spared my life and returned to where I found home. I know because Alexander took it. What you could find out. By a little brave man and dead. Ich muss ihn jetzt hier hoch. He unearthed a number of cavalry. Wahrscheinlich nicht so. And gathered a whole collection. Wo ich mich hier aufstellen kann. But unlike every other finder since the fall of this brave thing. He was able to unshackle the horror you and I connected with the orbs. He used them and was able to travel far and wide beyond the world itself. Hey, lass mich doch mal rauf. Ah! Habe ich jetzt die Maschine repariert? Achso. Ah, um das zu testen, muss ich wieder ganz zurücklaufen. Nein! Da müssen wir wieder alles step by step hier wieder back. Oh, wieder die Dings nach oben rennen. Oh. Um dann da die zwei Hebel zu drücken. Lol. Ich sag ja, die. Also manche Games haben ja wirklich diesen, wo du immer wieder hin und her rennen musst, ja. So Klassiker sind natürlich sowas, wie gesagt, wie Resident Evil und so. Ganz krass. Und er hier entpuppt sich gerade auch dazu, dass ich jetzt hier erstmal wieder zurückrenne. Um denn
Falsche Tür. Und quasi hier jetzt dann die zwei Hebel zu drücken, damit die Tore aufgehen. Ich würde ja... Warte mal, habe ich hier noch Öl drin? Enthält eine volle Laterne. Lololol. Mal noch mit. Okay, damit konnte ich jetzt beide Tore öffnen. Rätsel schon mal eins gelöst. Damit kann ich dann zumindest schon mal da wieder rein. So, ich habe aber noch gefühlt fünf andere. Was? Was? Oh, lässt mich mal schön in Ruhe jetzt hier. Bin dabei hier die Sachen hier zu lösen und diese Scherben zu finden, damit ich die irgendwie wieder in eine Kugel, in eine Form bringe. How are things coming? Ja, und du laberst wieder, ey. Hätte ich doch mal wirklich nicht die, das Ding da aufgemacht. Guck mal hier, immer so schön die Ecken und Kanten. Oh, hier kann ich nichts machen. Aber hier dafür. So, hier gibt es wieder ein paar Zunderbuchsen. Zunder? Da auch. Hier können wir mal kurz die Laterne anmachen. Ich bräuchte mich das nicht nutzen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir kaum noch Öl finden. Agrippa, was beeinflusst Wire? Warte mal, ich muss noch mal kurz noch einen Schluck trinken, sorry. Guter Orangensaft. So. Wire verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an. Und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Bayer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit er auch helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gerne diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Bayer sagte mir, dass ich Agrippa... Also, was? Achso! Lol, okay. Bayer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreichte. Die giftigen Pilze sollen eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die inneren Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Alter. Tamter hingegen dürfte etwas schwierig sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets, das wasserbewohnenden Kernk? Ich muss mit Wire darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gute präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Was ist denn bitte Quernk? Finde ich nicht. Quernk. So, gibt's denn hier wieder Zunderbuchsen? Ja, da haben wir wieder unsere Schubladensimulatoren. Die Zunderboxer. So. Und dieser Stuhl gibt mir jetzt schon auf den Sack. So. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Okay. Also,
Er altert durch Qualen, nicht durch Zeit. Krass. Altarraum Eingang. Eieiei. Ich weiß nicht, ob ich da direkt rein wollte. Aber ich klicke schneller, als mir lieb ist. Bin ich ehrlich. Ja, ist richtig. Also ich meine, immerhin brauche ich hier keine Lampe. So, überall ist Licht an. Außer es kommt hier wieder so ein Windhauch hinzu. Oh no. Oh no. Was ist denn? Nee. Das ist ja... 15th August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Das ist jetzt dein Argument, um das zu rechtfertigen, oder was? Jetzt will der wirklich von mir, dass ich das Messer nehme und ihn hier... Also will ich sagen, nö. Und einfach gehe. Okay, ich kann nicht gehen, Scheinklasse. Okay. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Ist jetzt Malen nach Zahlen oder was? Nur mit anstelle einem Stift, einem Messer? Oder so ein Labyrinth-Rätsel? Das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Leave the man cries. Ah, ah. Now you see. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Bitte was? Warum? Achso, ich kann jetzt einfach nur rausgehen, okay? Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Okay. Nicht okay? Warum? Okay, komm in den nächsten Typ. Das wird nicht besser. Ich will da nicht mehr rein. Warum? Oh Mann. Ich nehme die Zunderbuchse und. Nee, Freunde, da drücke ich jetzt nicht rauf. Da ist auch noch eine Zunderbox. Oh Gott, warum? Warum macht man sowas? Okay, wir müssen einmal hier raufdrücken. Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Okay. Das ist aber ganz komische Sachen hier. Altarraum Haupthalle. Okay, wir gehen jetzt in die Haupthalle, weil wir davor in der Vorhalle waren oder am Gang oder... Ich habe keine Ahnung. Das ist... Warum? Warum müssen wir überhaupt so ein Ritual durchführen? So ein Kult machen. Okay. Wir sind jetzt... Oh. What are my intentions, Daniel? Ja, was sind denn deine Absichten? Salvation. It used to be yours. But now you only seek misplaced revenge. Okay. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death.
If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Aha. Oh, nee. Warum geht denn das alles so wieder schon wieder so fünffach verwinkelt? Oh. Und hier sollen ja auch diese, was hat er vorhin gesagt? Diese Pilze wachsen. Ja, also er soll ja hier irgendwie im Altarraum, soll es ja den Nahhoffs. Es soll ja hier den nahrhaftesten Boden geben. Meine Fresse, habe ich mich gerade erschrocken, ey. Und da leuchtet's rot. Irgendwie. Ah. Aufgenommen, ein Stück von der Kugel. Yay! Wir haben ein Stück gefunden. So, ich würde jetzt gerne. Nein! Okay, ich dachte, er geht jetzt da rein und wir sind schon wieder rot. Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden, aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Leere, ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Oh! Ernsthaft? Oh, Freunde! Warum wird es jetzt alles so rot? Wieder zurück. Wir gucken uns jetzt einfach mal die andere Richtung an. Guck mal, hier ist so ein Übergang, den können wir uns ja auch nochmal angucken. Hier können wir ja dann so rüberrennen und so. Cool. Aber wir gehen das mal in die Richtung, um zu sehen, dass es hier auch einen Übergang gibt. Ah, wunderbar. Wow! Versteck dich und warte. Wenn der Typ auf einmal auftaucht, ohne dass ich ihn vorher irgendwie ansatzweise gesehen habe. Versteck dich und warte. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich... Jawohl, ein Stück der Kugel habe ich. Das heißt, ich muss da hinten nicht nochmal lang. Sehr gut. Ist das eigentlich jetzt hier mein Blut gewesen? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Das ist quasi immer da, wo ich dann sterbe, ob da dann auch dieser Blutfleck von mir dann ist. Aber ich hoffe, er geistert jetzt hier nicht noch weiter rum. Lass mich in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe. Was? Was passiert hier? Okay, also irgendwas passiert? Ach. Hallo? Berühren wir uns jetzt? Kann ich hier irgendwie Jump'n'Run mäßig irgendwie darauf? Nee, kann ich nicht. Schade. Hätte ich jetzt auch gefallen. So ein bisschen. Ne? Ah gut. Hier geht's wieder weiter. Hier gibt's wieder eine Rückblende. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry.
The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. What? Warum? Also, warum frage ich so oft, aber er ist doch... Na egal. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um sein Bein legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in seinen letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Als letzten Akt der Gnade mit einem Hammer auf den Oberkörper was? Ja, das ist dieser Hammer. Warum? Ich frage jetzt nicht nochmal warum, aber eigentlich warum? Es vor allem Akt der Gnade. Ja, wäre es ein Akt der Gnade gewesen, dann haut man doch mit so einem Hammer nicht einfach nur auf seinen Oberkörper dann rum. Sondern Akt der Gnade heißt... Ne? So. So schmerzfrei wie geht. Also, ne? Ich meine, dass der, über den Schädel ziehen oder so ein Blödsinn, sodass er einfach davon nichts mehr mitbekommt. Also, das wäre ein Gnadenstoß. Aber doch nicht irgendwie... So. Er leidet ja trotzdem noch, also... Wie oft mussten die mit ihm da drauf raufhämmern? Aber ist egal. Wo ist er jetzt hin? Er war doch gerade noch hier. Okay, er ist weg. Also wir haben schon mal 2 Scherben. Ich gehe mal davon aus, wir finden hier 3. Insgesamt. Wo ist er? Ich höre ihn doch. I hear you, my friend. Ich höre dich doch. Okay, aber hier hinten bist du nicht. Alles gut. The shadow. It's close now. What? Shadow? What? Gut. Dann gehen wir jetzt mal nochmal hier hin. Weil ich glaube... Ich glaube, dass da hinten die 3. Scherbe ist und damit wahrscheinlich auch die letzte Scherbe hier in diesen Räumlichkeiten. Lass mich! Okay, er lässt mich. Maybe? Okay, er lässt mich. Das Gewebe ist ziemlich weich und sollte einfach zu öffnen sein. Ja, dann öffne es doch! Mann! Aha. Aufgenommen, die Hose. Warum ist hier eine Kuh? Okay. Hier ist noch die Scherbe, die 3. Okay, cool. Wir haben die Scherben durch. Nice. Also, 3 von 6. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzschreie hallten in den Messingkammern wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den Bronzebullen brüllen hören. What? Ach so, da hat man ihn dann hier rein und da... Oh Gott. Kranker Scheiß. Oh, lass mich raten. Ich gehe jetzt mal hier hin. Okay, nee. Ja, doch nicht. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich jetzt hier irgendwie eine Abkürzung nehmen kann, indem ich jetzt hier versuche rüber zu springen. Quasi den Gegner hier vorne, der wahrscheinlich irgendwie wieder auf mich warten wird,
zu On Plane. Ah. Der Warnsatz mit X. Der Reiten wird wohl nix. Okay. Gut. Wir haben drei Scherben. Wir haben hier die Brücke. Und wir rennen einfach los. Wir rennen einfach straight ahead nach Hause. Also. Scheiße, wir laufen nicht straight ahead nach Hause gerade, sehe ich gerade. Jetzt laufen wir nach Hause. Weil die Tür hat sich. Die Tür ist nicht so sichtbar gewesen. Na gut. Oh, meine Güte. So, das heißt drei Scherben. Das heißt, wir müssen jetzt den nächsten Eingang finden. Eingang finden, genau. Den nächsten Eingang durch. Da geht's dann wahrscheinlich Richtung. Was war denn das andere? Das eine war der Altar. Was war denn das andere? Leichenhalle? Nee, oder? Oder war das. Nee, das andere. Das hieß irgendwie anders. Mal gucken. Werden wir ja gleich sehen. Werden wir gleich feststellen. So, jetzt haben wir hier wieder ihn. How are things coming? Ja, ja. You found Violet. Ich habe hier schon wieder Memento. Warte kurz. Apripa, der sterbende Mann, braucht ein spezielles Totikum, das ihn rettet. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Ingredienzien hergestellt wird. Was? Hatten wir das nicht schon? Was? Maschine, Impfstoff. So, das erwies. Spritze, geimpftes Blut wird lange genug in Schützschutz. Nee, warte mal, das ist nicht. Das ist der Impfstoffversuch. Agrippa beeinflusst. Ja. Ach ja, das war ja das Ding, genau. Mit giftigen Pilz, das haben wir schon mal. Lebensessenz, das fehlt uns noch. Und Tempter, was auch immer das sein soll. Ja. Weil das da haben wir. Stück Kugel, Stück Kugel, Stück Kugel haben wir auch schon. Sehr gut. Und hier geht's jetzt wie weiter? Ach, hier lassen wir jetzt ein Seil ab. Okay. Und dann klettern wir am Seil runter, oder wie? Nee, das sei jetzt nicht dein Ernst. Nee. Warte mal. Einen Stein runterschmeißen? Muss ich. Kann man das nochmal kurz zurückdrehen? Kann ich hier. Wo ist denn mein Dings hier? Kann ich das da anbringen? Nee, kann ich nicht. Warum kann ich denn das nicht anbringen? Ich würde gerne einfach das Gefäß hier ranbringen. Ich schätze mal, dass ich das Gefäß da anbringen muss. Um. Wasser rauszuholen. Oder was auch immer da unten gelagert wird. Kann ja auch sein, dass Blut ist. Oder das Tam-Tam-Dingensbummens, was wir noch brauchen. Wer weiß es schon. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder gelandet? Ei. Okay, coole Wendeltreppe nach oben. Okay, nice. How much more am I supposed to withstand? Kill me already! This one. Prepare him. Wen? So. This one? Okay, warte mal. Wir kommen jetzt hier erstmal hoch. Was haben wir denn hier oben? Außer Geräusche. Wer ist er denn? Ist das Alexander? Ja, das habe ich dafür stehen, ne? Alexander from Brandenburg? Aha. Aha. Hier haben wir auf jeden Fall wieder. Ne? Ist da? Aufgenommen, Schnur. Brief. Notiz zu Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktion der Opfer sehr unterschiedlich sein würde. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen.
Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke, die erwartete, weit übersteigen. Wurde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch von dem von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethoden soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an der bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Nee. Einfach nee. So was macht man nicht. Weg damit. Stühle, ich mag keine Stühle. So, hier haben wir wieder... Notiz. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich, und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einer Tablett präsentiert haben wollen. Auf einem Tablett heißt es, nicht einer. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Ja, dann geh doch einfach mal unter. Aber ansonsten hätten wir den ganzen Bums hier nicht. Also Alexander muss ja noch anscheinend irgendwo hier rumschwimmen. Ah, also wir müssen ja in das Heiligtum. So heißt es. Ach. Und sollen ja Alexander töten. Das ist zumindest so die Vorstellung von unserem Vorgänger Tutu. Oha. Das sieht doch schon wieder hier nicht gut aus. Stückchen. Aufgenommen, ein Stück einer Kugel. Und du? Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihren Händen waren auf ihren Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Alter. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Ja, das ist jetzt... Das verwundert euch? Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann diese Fessel nehmen und kann jetzt was mitmachen? Nichts. Wie war es, wenn ich in die andere Richtung gehe? Da war doch gar keiner dran. Warum kann ich diese Fessel nehmen? Muss ich damit irgendwas machen? Warte mal, kann ich die hier rausnehmen? Nee, okay. Hätte ja sein können, dass ich die mitnehmen kann. Wofür auch immer. Okay, ab in den nächsten Raum. Nächstes Stück von der Kugel finden, damit wir die Kugel zusammensetzen. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist so unser Haupt-To-Do. Unser Hauptauftrag. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich wieder nach so wie so eine Art Säge an oder sowas. What?
Bitte was? Weg mit dir. Aufgenommen ein Stück einer Kugel. Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Also irgendwie geht's ihm hier auch gerade überhaupt nicht gut. Was ist denn mit ihm los? Geistiger Zustand, ja, 3 Punkte. Nice. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Nicht so nice. Kannst du dich wieder beruhigen? Ich stehe beim Licht. Und du gehst trotzdem ab wie... Ich kann kaum steuern. Also, ja, das, was er sieht, ist... Echt nicht gut. Und ich kann es verstehen, dass das einen ganz schön kaputt macht. Bin ehrlich. Mir geht's nicht anders. Es ist schon heftig. Also wirklich heftig. Klar, Folter und so hat man mal alles irgendwie gelesen und aber so explizit? Weiß ich nicht. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich hier irgendwas machen muss. Ich weiß aber nur nicht was. Weil... Ich habe jetzt 20. Kann ich das jetzt hier? Nee. Kann ich das mit dem verbinden? Ja! Und kann ich das jetzt hier anbringen? Nein! Warum nicht? Kann ich das mit dem verbinden? Kann nicht kombiniert werden. Kann ich die hier irgendwie verbinden? Nee. Den da? Nee. Ich muss doch aber mit dem... Ich hab mir doch keine... Das ist doch... Hä? How are things coming? Looks like... Warte mal, ich habe aber auch jetzt nur 1, 2, 3, 4... 5. Wo sind jetzt? Was ist mein 6er? Wo ist mein 6er? Links? Habe ich einen Raum vergessen? Jetzt muss ich nochmal kurz zurück. Sorry dafür. Aber anscheinend habe ich einen Raum vergessen. Weil mir fehlt ja eine Scherbe fehlt mir noch. Oder? Ja. Ich brauche 6 Scherben. So, in dem Raum war ich, in dem Raum war ich. Ich war in dem geradezu noch nicht. Warum war ich da noch nicht? The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault! Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Okay. Was haben die hier gemacht? No, please! I'll do anything! Whatever you want! Anything! I'll do anything! I'm innocent! Also, einerseits will ich jetzt nicht wissen, was sie hier gemacht haben, weil ich kann mir das schon grob vorstellen, in welche Richtung das ging. Aber wir gucken mal. Der Brandstifter schrie, als er langsam gefehlt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen des Opfers zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode. Es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Okay. Okay.
wir gehen einfach wieder komplett zurück. Und ich bin immer noch der Meinung, ich muss irgendwas noch zusammen basteln. Auch wenn du hier grüllst, wie du sonst bist. Ich bin der Meinung, wir müssen wirklich da unten noch irgendwie was zusammenholen, weil das macht ja auch irgendwie Sinn. Mit dem Gefäß? Der Schnur? Eigentlich hätte ich gedacht, ich kann das dann an die andere Schnur anhängen. Aber kann ich nicht. Fehlt ihm denn da noch was? Also muss ich da noch was dazu packen? Also ich muss die ja irgendwie hier kombinieren. Habe ich hier noch was ich zum Kombinieren nutzen kann? Nee, ne? Also hier habe ich jetzt ja auch nichts mehr. Wisst ihr was? Wir machen uns jetzt mal den Spaß. Ja? Wir saven ganz kurz. Ich sag jetzt mal speichern und beenden, ja. Keine Angst, wir beenden jetzt das Spiel nicht, sondern wir gehen direkt wieder auf und so. Ich will nur, dass wir da einen Savepoint haben, damit ich jetzt, das was ich jetzt vorhabe, ist jetzt mich in den Brunnen reinspringen. So weit wie es kann. Ah, warte mal, können wir eventuell vorher das Seil runterlassen? So. Und jetzt runter. Geronimo! Nope. Pass auf, wo du hintrittst. Okay. Also ich muss da wirklich was abnehmen. Ich wollte gerade sagen, ey, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Warum bin ich denn jetzt hier gespawnt? Okay. Bin ich halt hier gespawnt. Ist für mich jetzt auch okay. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask. Warte mal, ja, Lavi. Er weigert sich, es zu lassen. Dieser Gegenstand ist einfach nicht verwendet. Okay. Es fehlt uns ja auch was. Bitte, mein Gott ist in deinen Händen. Ich bin der Meinung, ich muss hier irgendwie ran. Und muss hier dieses Gefäß irgendwie rankriegen. Dieser Gegenstand kann nicht hierfür verwendet werden. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zurück zum Altar, weil es so schön ist. Weil wir haben ja nice Laufwege. Gehen wir zurück zum Altar und machen schon mal die Kugel fertig. Weil wir haben ja jetzt die 6 Teile. Können die jetzt in diesen Teerboden punkten, sodass sie dann wahrscheinlich als Kugel als Ganzes zusammenhält. Vielleicht ist ja Agrippa, was wir jetzt da noch haben, gar nicht notwendig. Ja, auch eine Option. Aber vielleicht kommen wir ja dann da. Wow! Schlaf! Da im Hintergrund. Nur jetzt gerade schon gestorben. Ey, sind da jetzt alle drei auf mich zugerannt gekommen? Weil ich mit der Kugel da war? Okay, nee. Ich bin gefangen. Warum bin ich denn jetzt gefangen? You had me worried. Quite frankly, I'm not sure what to do with you. Ich habe aber noch meine ganzen Utensilien. No grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption, how you would face the orb's shadow and save our work, and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait. Ja. Be here and stop the shadow. Thank you, friend. Okay.
Kann ich von hier aus mit dem Hammer und Meißel einfach hier gegenkloppen? Nee, kann ich nicht. Warum konnte ich jetzt das Ding hier entfernen? Und wo bin ich? Guck mal da, da ist ein Brunnen. Okay, warte mal. Wie lange muss ich denn da dieses Hin- und Her-Wackeln machen? Ich will einfach nur raus. Ich war anders, wenn ich raus will. Ich bin ein bisschen lost gerade. Bin ich ehrlich. Versuche jetzt hier gerade irgendwie das Ding hier auszuhebeln. Achso, warte mal, kann ich dafür das hier nutzen? Nee, kann nicht verwendet werden. Das da? Auch nicht. Aber es kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier 5 Stunden lang mit der Maus quasi so hin und her wische, damit ich dieses Kacke hier abkriege. Vor allem, was bringt mir das? Ja, ich habe ja hier, das Ding habe ich ja schon zermürbt. Guck mal, kann ich das mit dem Eingang noch ein bisschen gerade biegen? Nee, kann ich nicht. Yeet! Schade. Ich dachte, ich treffe den Punkt. Ja, wie kommen wir jetzt hier raus? So, kann ich die Kugeln miteinander kombinieren? Die bleiben nicht zusammen. Okay. Ich habe einen Hammer und Meißel. Ich habe hier so ein Gegenstand. Und kann aber damit nichts machen. Kann ich das Ding hier irgendwie ziehen? Umwerfen? Gibt es hier hinter noch irgendwie was? Irgendwas lose, locker, irgendwie an den Wänden? Kann ich damit was machen? Habe ich hier noch die Möglichkeit irgendwie hier? Nee. Nee. Lol. Warum? Also wieso ist es... Wieso seid ihr jetzt so gespawnt? Achso, warte mal, könnte ich jetzt eigentlich mit dem nehmen? Hey, ich verstehe es nicht. Ich komme nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Nee. Alles nee. Ja, herzlich willkommen bei Benny is Lost. Aber da hinten ist da auch jemand rausgekommen. Weil, das kann mir doch jetzt wirklich keiner erzählen, dass das jetzt hier die Lösung ist. Zu sagen, jo, wir lassen jetzt den Spieler hier 5 Stunden einfach mal an diesem Dingensmoment hier hin und her nallen. Macht doch gar nichts aus. Oder kann ich hiermit irgendwas machen? Gegenstand kann hier nicht verwendet werden, okay. Guck. Hier kann ich nicht verwendet werden. Ja, guck. Ich kann nichts machen. Kann ich damit irgendwas machen? Komm mit! Reiß ab! Aber selbst damit, was wäre mein Begehr, was ich damit machen könnte, damit ich irgendwie hier rauskomme? Ist noch ein Hinweis? Tipp? Nichts? Kann nichts machen. Ja, Freunde, habt ihr eine Idee? Also, mir gehen gerade alle Ideen aus. Hier ist noch was. Kann ich hier mit dem hier irgendwas machen? Nein. Kann ich dich, poken? Nein. Kann ich dir mit dem Hammer und Meißel? Nein.
Kann ich dir Fleisch anbieten? Nein. Ich kann nichts machen. Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, was meine To-Do ist. Außer, dass ich hier versuchen muss, einen Weg rauszufinden. Warte mal, gibt es noch einen Hinweis vielleicht hier? Die Zellentür ist abgeschlossen. Finde einen anderen Weg. Einen anderen Ausweg. Geil. Das ist the Tipp. The Tippy Toppy Tipp. Kann ich irgendwas mit dem Balken hier machen? Nein. Nein. Ja, ich bin ehrlich, nach einer guten Stunde habe ich keinen Schimmer. Ein Ziegelstein sind lose, sie können aber nicht mit der Hand entfernt werden. Ich bin jetzt gerade nur aufmerksam geworden hier drauf, weil das hier grafisch ein bisschen komisch aussah. Und jetzt? Warte, wir haben es gleich. Warte, wir haben es immer noch gleich. LOL. Klar, das habe ich überlebt. Logisch. So, okay, wir haben es geschafft. Ganz, ganz, ganz komisch. Aber wir haben es geschafft. Okay, komm. Holt mal... Ich weiß nicht, was ich jetzt hier rausholen kann. Nichts. Kann ich mit dem Eimer? Nö. Kann ich mit dem kombinieren? Ich möchte... Das da kombinieren. Geht nicht. Okay. Kann ich das da mit das da kombinieren? Nein. Nein. Okay. Cool. Eigentlich nicht so cool, aber ich muss irgendwas finden, womit ich Sachen kombinieren kann. Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem... Nochmal. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich... Zuerst wie in einem Grab, aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden, solange ich drin bin. Fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Clown. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück und trage, und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. Ja, leider nur in deinen Träumen. Leider. Es wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn es nicht deine Träume wären. Kann der sich auch mal wieder beruhigen? Also mal so eine Tablette nehmen oder so. Mal wieder runter. Was bist du? Jo, was ist los? Warum liegst du hier? Oh Gott. Wer ist coming? Nein, die kommen jetzt nicht, ne? Die sind nicht da. Nee. Ach, guck mal. Da haben wir jetzt nämlich auch das Behältnis. Was wir dann jetzt hier einmal anbringen können. Bin ich jetzt eigentlich von hier außen? Nee, kann ich nicht.
habe jetzt überlegt, ob ich jetzt von hier außen daran gekommen wäre. So, nice. Und jetzt kann ich doch. Jetzt können wir doch. Ja, da, nimm das. Alter, so. Und wieder. Eintauchen und wieder zurückholen. So, und das ist jetzt dann quasi die Wassereimer aufgehoben. Was mache ich mit dem Wassereimer? Weil Lebensessenz war es ja nicht. Okay, warte. Warte kurz. Falsche Dings. Finde einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen, die aus diesem Bereich herausführt. Ja. So, wo hat er gesagt, er hat das Ding hier irgendwo an seinem, auf dem Rohr hier liegen lassen? Hier, ne? Auf dem Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann ihn nicht erreichen. Aha. Kann man nicht? Kann man wohl. Der rostige Schlüssel. Wenn nur eigentlich einfällt, kann ich das jetzt eigentlich wieder mitnehmen? Nee, der steht fest. Okay. Gut. Hoffen wir mal. Ich wollte gerade sagen, hoffen wir mal, dass wir nicht gleich gejagt werden. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich stelle mich jetzt nicht um. Gleich was zu trinken. So, wir versuchen jetzt immer noch. Was? Wo sind wir hier? Ich wollte gerade sagen, wir versuchen immer noch das Plutonikum da fertig zu machen für diesen Agrippa. Was ist jetzt los? Hahaha. 18th of August, 1839. Tonight, we will unlock the power of the orb and ultimately banish the shadow hunting me. I feel it closing in on me and I fear for my life more than ever. Ich hab ja noch was zu trinken hier. Just outside Altstadt lies a small settlement. Zimmerman, a dairy farmer, lives with his wife and three children. He took the coach, went there. Our visit was unexpected, and Alexander was able to strike Zimmerman down without alerting the others. As he went to take care of the farmhands, began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. Nee, einfach nie. Warum macht man? Also gibt es wirklich immer noch Leute, die nach solchen Ritualen wirklich denken? Da kommt denn der Heilige Geist oder der Dingensbummens himself? Nein, was macht man nicht, Freunde? Okay, wenn ich, das wäre jetzt Wasser drin bekommen. Muss ich Wasser nochmal nach unten lassen? Okay, was hole ich jetzt da hoch?
wenn das Wasser jetzt wichtig war, dann war das gerade eine sehr dumme Aktion von mir. Warte mal. Hier waren wir doch vorhin. Also wir sind doch hier hoch. Aua. Aua. Sind wir nicht hier hochgeklettert? Oh, und überall kriege ich Schaden. Die Tür war verschlossen, genau. Da komme ich nicht mehr durch, weil da ist alles kaputti klatschu. Und hier muss ich jetzt durch, obwohl ich Schaden kriege. Das freut mich ja. Okay, zum Glück habe ich jetzt gerade keinen Schaden bekommen. Das freut mich noch umso mehr. Oh, sind übrigens meine Lampen noch an? Natürlich nicht. Meine Fackeln sind alle weg. Warum sollten sie auch da bleiben? So, und ich kann das Tonikum immer noch nicht machen, weil jetzt habe ich den Eimer verloren. Das ist natürlich richtig clever, aber ist ja ein anderes Labor. Ich dachte, wir wären jetzt auf dem Labor-Dingensbummens im Kellerbereich. Ja, das ist aber hier ein ganz anderer wieder. Ja, was kann ich jetzt? Warum kann ich da... Muss ich da irgendwas reinpacken? Ach, hier gibt's schon wieder Hebel. Hitze strömt aus dem Fach. Okay. Okay, ich muss hier anscheinend irgendein Experiment durchführen. Jetzt wäre nur die Frage, was muss ich zum Beispiel das da reinlegen? Muss ich das da reinlegen? Nein. Muss ich das da reinlegen? Auch nicht. Kann ich den da hinstellen? Nee. Der Rest macht keinen Sinn. Kann ich den da hinstellen? Nee. Macht auch keinen Sinn. Ha, okay. Vielleicht ist der Raum auch für später. Wir gehen erstmal zu Agrippa. Und schauen, ob der noch lebt. The castle crumbled and I could hear the chancel collapse. The laboratory might be accessible now. Ja. Und? Ja, das Laboratory ist ja auch accessible now. Aber was bringt mir das? Wo bin ich hier? Aufgenommen, Knochensäge. Ach du. Ich würde schon auch mal eine Knochensäge mit aufnehmen und mal mitnehmen. Aber die Tür rührt sich nicht. Das ist okay. Warte mal. Falsche Tasse. Es ist mit Blut gefüllt. Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Gut. Jetzt weiß ich, warum ich auch ins Labor kann. What are you doing? Time is running short. Ja, aber mir fehlt doch noch die Dings. Kann ich mit der Knochensäge hier irgendwas machen? Don't get ahead of yourself. First, we need the tonicum. Ja, das ist Tonicum. Aber um das Tonicum herzustellen zu können, brauche ich doch... Also einmal das Labor. Ja, klar, okay. Das ist mir bewusst. Okay, cool. Ja, habe ich hier. Jetzt habe ich das Blut. Was mache ich mit dem Blut? Also muss ich hier zum Beispiel das Fleisch zermahlen? Nein. Muss ich hier das Blut jetzt da rein tun? Das Blut muss gereinigt werden, bevor etwas anderes hineingemischt werden kann. Okay, kann ich das Blut denn hier reinigen? Nein. Aber hier kann ich das doch auch. Also hier macht es ja gar keinen Sinn.
Das Blut muss gereinigt werden, bevor etwas anderes hineingemischt werden kann. Ja, aber wie? Das Blut muss gereinigt werden. Not the way I hoped for. I've done all that I can to escape this pleasure. To escape this pleasure. Okay, warte mal. Wir machen das jetzt mal anders. Wir gehen jetzt nochmal. Ist mir egal. Wir versuchen jetzt nochmal die Kugel zusammenzusetzen. Weil wir haben immer noch da hinten den Blödsinn mit dem Teer, mit der Kugel. Wir haben die 6 Scherben und versuchen jetzt wirklich zum Ende hin, also zum Ende der Folge, versuchen wir jetzt die Kugel herzustellen. Und schauen mal, was mit dieser Kugel dann passiert. Wenn wir hier nicht wieder von 5 Leuten überrannt werden. Aktuell nicht. Aua. Aua. Ich hoffe, da hinten war die Kugel. Wenn die jetzt rechts war, habe ich echt ein Problem, weil die Brücke ist eingestürzt. Aber hier war das Ding mit der Kugel, genau. So. Das da, da. Das da, da. Sehr gut. Das da, da. Das da, da. Und das da, da. Und einen habe ich noch. Das da, da. Okay, wir haben die Kugel repariert. Nice. Okay. Die Kugel kann die Grenze nicht von alleine durchdringen. Etwas muss mit der Maschine getan werden. Ja. Was? Ach so, das ist, wenn ich das anfasse. Okay, okay, okay. Beruhigen Sie sich. Ich habe ja hier noch ein bisschen. So, alles ist gut. Kopf dröhnen, Hände zittern. Ja, okay. Cool. Könnte ich jetzt aber eigentlich mit dem hier? Kann ich nicht. Es muss mit der Maschine noch was getan werden. Was muss ich denn jetzt noch mit der Maschine tun? Also jetzt haben wir ja die Kugel hergestellt. Wir können noch hier hinten hin. Aber was soll ich denn bitte noch mit der Maschine tun? Was ist mein Ding? 1839. I cannot believe what I have become. One of the girls escaped and I chased after her all the way upstairs. I hunted her down and what is her life worth? How many lives can I take before I surrender my own? Sure, I would kill a murderer to save an innocent, but to kill an innocent to save myself? A cold-blooded murderer. Ja, ja, ist halt blöd. Deswegen, also so Erklärungen zu finden, warum ich jetzt XY da gemacht habe, ist halt dumm. Warum kann ich hier wieder Mühe aufnehmen? Warum komme ich jetzt hier rein? Warum kann ich hier nichts... Gegenstand, den ich hier verwenden könnte für, dass ich die Maschine hier stilllege. Hallo? Gibt's da noch was? Habe ich hier noch sowas? Ich habe eigentlich nur das Fleisch. Und die, wobei, warte mal, ich will noch die Knochensäge. War mit der Knochensäge macht doch einmal nicht mit der Knochensäge, um sich das vielleicht so machen. Das würde alles nur verderben. Kann nicht kombiniert werden? Kann auch nicht kombiniert werden? Kann nicht direkt zum Blut hinzufügen. Substanz muss erst gereinigt werden. Ich verstehe das mit der Substanz muss erst gereinigt werden nicht. Wie
kann ich dann bitte die Substanz einigen? Pass auf. Wir machen das nochmal anders. Wegen der Substanz einigen. Wir haben ja noch den einen Eingang. Wo wir auch so einen Brunnen hatten. Und vielleicht kann ich ja das Glas jetzt da unten einfügen. Das Problem ist, wie reinige ich denn bitte Blut? Ich habe doch gar keine... Habe ich dafür irgendwas in den Notizen gehabt? Wie man das Blut reinigt? Ich glaube nicht, oder? Ja, sehr gut. Johann Weiß. Ja, ich habe leider keinen Weg gefunden, um irgendwas hier zu machen. Was? Nein, ich komme da jetzt nicht mehr hin. Nein! Ey, safe muss ich doch was mit diesem Ding da machen. I've always hoped fire would return and give me a second chance. But so does Alexander. That's why he keeps me here, as a hostage, hoping fire. As a hostage. Die Tür rührt sich nicht. Wie kann ich Blut reinigen? Blut reinigen. Habe ich dazu irgendwas? Ich habe dazu nichts gelesen. You're a good boy, Doctor. You're a good boy, Jimmy. You're a good boy. But I believe you have more important things to take care of. Ja, habe ich ja auch. Aber ich weiß nicht, wie zum Teufel nochmal ich dieses Blut reinigen kann. Weil mit Feuer ist es anscheinend nicht. So. Wasser habe ich nicht. So, damit mache ich nur die Flamme an und aus, richtig? So, damit mache ich... Das Ding einfach nur zu. So, warte mal, wir machen erstmal hier die Lampe weg. Das Erhitzen der Drüse wird nicht helfen, das Gift zu gewinnen. Das Erhitzen der Düse wird es nicht bringen. Dieser Gegenstand ist hier nicht hierfür verwendet werden kann. Das Blut muss gereinigt werden, bevor es ein was anderes hinzugemischt wird. Verbrennen der Düse würde ich nicht helfen, das Gewicht zu gewinnen. Ja, okay. Warte mal. Aber wenn ich die Drüse zerquetsche, das würde doch was bringen. Die Drüse passt nicht, die Kurbel muss zurückgedreht werden. Okay, warte mal, okay. Kurbel ist zurückgedreht. Ich kann die Drüse reinpacken. Kann ich jetzt das Glas hier drunter packen? Nein. Okay, kann ich jetzt... Der Saft sollte erst aus der Drüse gedrückt werden, wenn sich ein passender Behälter darunter befindet. Eieiei, das habe ich mir gedacht, aber... Was ist denn ein passender Behälter? Sind das hier passende Behälter? Kann ich die einfach nehmen? Oder irgendein Glas, was ich hier habe? Hier sind 5000 Reagenzgläser. Hier, geht das? Das will ich da hinlegen. Geht nicht. Geht das? Geht auch nicht. Das hier? Nope. So, was? Wo habe ich jetzt noch so ein Behältnis? Ich habe ja hier nichts. Und kann ich jetzt doch das Glas jetzt da hinpacken? Der Gegenstand kann auf keinem Objekt angewendet werden.
Oh, das Blut muss erst gereinigt werden. Ich raste aus. Ja, mit seinem scheiß Blut muss gereinigt werden. So, wir gucken nochmal kurz in die Notizen. Gibt's irgendwo eine Notiz? Foltermethoden, ja, der Opfer, bla, so lange Körper, Lebensessenz produziert das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält das Opfer sich? Tut mir mal einen Amnesietrank, okay, ja, gut. Bringt mir aber kein Dings. Das bringt mir auch nichts. Das Gefühl darf nicht verlieren. Wire ausbricht. So, giftige Pilz haben wir. Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Brauchen nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. So, destillieren. Ich war in Chemie nie gut. Muss man dazu sagen. Aber wenn ich was destilliere, dann mache ich das doch mit Erhitzung. Nee, mit Filtern. Filtern? Filtern, oder? So, wie kann ich denn jetzt das hier bitte filtern? Ich würde gerne... Aber jetzt brauche ich ein zweites Behältnis. So oder so. Weil wenn ich das jetzt hier nehme und sage, jo, warum klappt denn das jetzt auf einmal? Ey, wollt ihr mich? Wirklich? Aufgenommen Tonikum, noch nicht vollständig. Pass auf, mein Fehler ist es, glaube ich, weil ich das immer da drunter packen möchte. Kannst du bitte diesen Scheiß hier wegnehmen? Danke. Ey, das hat mich jetzt... Muss ich wirklich sagen, also... Noch nicht vollständig. Das hat mich jetzt richtig zermürbt. Pass auf. Nein, okay, das kann ich nicht dahin stellen. Aha, aha. Nein. Weil, was fehlt mir denn jetzt hier? Kann ich hier das Ding hier noch irgendwie nehmen? Nee, da kann ich jetzt hier nicht nochmal. Wir lösen es mal. Gluck, 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 gluck. Nope. Dankeschön für den Follow, Mira Underwood. Hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier. So. Dennoch habe ich immer noch keine Idee. Was kommt jetzt da rein? Ich habe jetzt das Tonikum quasi vorbereitet. So, uns fehlt immer noch... Warte mal, wir haben für die Notiz, steht drin, wir brauchen einmal dieses Blut, Lebensessenz. Wir brauchen den Giftpilz, den haben wir. So, jetzt bräuchte ich aber noch das andere Ding. Wie hieß denn das andere Ding? Das andere Ding ließ sich doch aber nicht so weit machen. So, pass auf, das andere Ding hieß giftigen Pilz. Haben wir. Check. Lebensessenz. Haben wir. Check. Tempter. Tempter hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. So. Was ist Tempter? Weil das hier ist nur Laudorium. Das ist Fleisch. Frisches Fleisch. Kann ich hier aber nicht reinschmeißen. Bei Tempter. Tempter. Gibt auch nichts, wo ich irgendwie Tempter schon mal gesehen habe. So, weil das Tonikum kann ich nicht nehmen, weil es nicht fertig. Was zum Teufel ist Tempter? What are you doing? Time is running short. Ja, sehr gut. Time is running short. So, ich brauche irgendwas, wo ich Tempter herkriege. Tempter. Also, Freunde, ich glaube, wir werden für heute die Folge hier, glaube ich, beenden. Und ja,
Ich weiß, wie in der zweiten Folge sind wir jetzt auch nicht bei 1,5 Stunden. Mein Problem ist, aua, einmal, dass ich Schaden kriege. Und das zweite Problem, was ich habe, ist einfach, ich weiß nicht, was Tempter ist und wie ich dieses gewinne. Deswegen werde ich mich mal schlau machen. Wo finde ich Tempter? Gibt irgendwie keinen richtigen Hinweis dafür. Bis auf, dass wir eine große Menge brauchen. Und der Orb, den wir gebaut haben, der ist es ja auch nicht. Deswegen, was ist Tempter? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich selbst weiß es leider nicht. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet heute ein bisschen Spaß bei der Folge. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und auch gerne ein Abo da lassen. Aber viel wichtiger ist, schreibt mir mal in den Kommentaren rein, was Tempter sein soll. Und damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst, sehen wir uns gerne wieder morgen. Völlig falscher Satz eigentlich, aber völlig wurscht. Morgen gibt es eine weitere Folge wieder von Amnesia. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis dann erstmal. Eingehauen.